Hallo und willkommen bei einem neuen Video. Einem Video über eine Winterlandschaft mit Nebel, mit Morgendunst. Das ist ein Motiv, das ist einerseits sehr, sehr schön, andererseits haben einige Maler Angst davor, vor so einem Motiv, und zwar, wie male ich den Nebel, sodass das auch etwas dunstig und weich wirkt. Wenn man weiß, wie es geht, ist das aber gar nicht so sehr schwer. Für dieses Aquarell verwende ich nur wenige Farben, obwohl, und manche werden sich wundern, auf meiner Farbpalette eine ganze Menge Farben zu sehen sind. Nun, auf dieser Holbein-Palette habe ich auch sehr viele deckende Farben dabei, die ich manchmal, das heißt ganz selten, brauche. Für dieses Bild brauche ich eine einzige deckende Farbe, das ist Titanweiß. Das verwende ich für den Himmel in ganz, ganz geringer Menge und zum Schluss, um einige Lichter und Höhungen zu setzen. Manche Farben in diesem Farbkasten könnte man natürlich auch mischen, aber es ist halt unheimlich praktisch, wenn schon fertige Farbtöne da sind, wenn man diese öfters benötigt. Und es ist auch recht bequem und das gefällt mir speziell dann, wenn es bei der Malerei sehr schnell zugehen muss. Nach einer schnellen und sehr flüchtigen Vorzeichnung beginne ich nun die Farben zu mischen. Für den Himmel brauche ich Ultramarin und Sienna gebrannt. Mein Malbrett habe ich leicht schräg gestellt, damit die sehr nass aufgetragene Farbe nach unten abrinnen kann und dann dort auch Tropfen bildet, die ich dann weiter nach unten vermalen kann. Ich verwende dazu einen weichen Rundpinsel, wobei es vollkommen egal ist, welche Marke das ist oder auch ob das ist Kunsthaar oder Naturhaar ist. Zwischendurch sprühe ich mein Blatt mit einem feinen Zerstäuber wieder an, damit es nicht zu schnell trocknet. Für den unteren Teil des Himmels nehme ich etwas Sienna Natur, ganz wenig Lasurorange dazu und eine Spur von Weiß, damit ich keine Grünfärbung befürchten muss. Es ist extrem wichtig, dass dieser Teil des Himmels ganz hell bleibt. Es sieht jetzt relativ dunkel aus, aber beim Trocknen sollte es kaum zu sehen sein, nur ein ganz schwacher Hauch von Farbe. Ich möchte nämlich dann auch noch einige Wolken hineinsetzen und ich zeige heute einmal einen eigentlich sehr bekannten Trick, wie man Wolken mit einem Kleenex oder Papiertaschentuch malt. Um Wolken mit einem Papiertuch herausnehmen zu können, muss natürlich der Himmel noch gleichmäßig nass sein. Die überschüssige Farbe unten, diese Tropfen, nehme ich mit dem trockenen Pinsel etwas weg. Trockener Pinsel heißt auswaschen und das Wasser aus dem Pinsel herausdrücken. Und jetzt kommt das Kleenex zum Einsatz. Ganz wichtig ist, dass man das Papiertuch ganz stark zerknüllt. Und jetzt tupfe ich vorsichtig, ohne viel Druck, die Farbe von dem Papier wieder weg, sodass eine ganz weiche Wolkenform entsteht. Ein wichtiger Tipp, wichtiger Hinweis, wenn man einen dunklen Himmel hat und man möchte helle Wolken herausnehmen, dann sollte man das Kleenex oder das Papiertuch vorher ganz leicht befeuchten. Und zwar mit dem Zerstäuber leicht ansprühen, denn nur dann bekomme ich weiche Wolkenränder. Ich nehme wieder etwas Wasser in den Pinsel und befeuchte den unteren Bereich noch ein wenig, damit ich dann in der Folge ganz weiche Übergänge bekomme. Ich habe ja noch etwas Farbe des Himmels hier, das war Ultramarinblau und ganz wenig Sienna gebrannt. Und mit einer ganz hellen Mischung davon male ich ganz weit entfernte Büsche und Sträucher in den unteren Himmelsbereich. Und weil der Himmel noch feucht ist, erhalte ich ganz weiche Übergänge und genau das möchte ich. Ich helfe auch teilweise noch mit einem halbtrockenen Pinsel ein wenig nach, um hier auf keinen Fall harte Kanten zu erhalten. Und jetzt nehme ich einen meiner ganz preiswerten chinesischen Kalligraphiepinsel. Es ging aber auch jeder andere Pinsel mit weichen Haaren, weil ich die Haare dann etwas auseinanderdrücke und spreizen werde. Aber zuerst mische ich den Farbton, den ich für die
Büsche und Bäume im Hintergrund brauche. Diese Mischung besteht aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Man könnte aber auch Kobaltblau verwenden. Ich nehme sehr viel Wasser, damit das hell bleibt. Nehme aber, wie man auch hier sieht, mit einem Schwamm oder auch einem Papiertuch wieder die Feuchtigkeit aus dem Pinsel, sodass der Pinsel beim Farbauftrag eher sehr trocken ist. Man kann hier sehr gut sehen, dass der Pinsel keine Spitze hat, sondern dass er vorne etwas gequetscht, etwas breit gedrückt wurde. Das mache ich meistens, wenn ich die Feuchtigkeit aus dem Pinsel nehme mit dem Papiertuch oder auch mit dem Schwamm. Und ich möchte auch zum Horizont hin die Dunkelheiten etwas abschwächen. Das mache ich mit einem Papiertuch, teilweise auch mit dem Finger oder mit dem trockenen Pinsel, so wie hier. Man sieht hier sehr gut, wie der Pinsel vorne gespreizt ist. Beim Farbauftrag muss man beachten, dass man das mit ganz wenig Druck macht, also ganz leicht nur die Farbe aufträgt, damit es nicht zu patzig ist, sondern dass es eher granulierend wirkt. Erscheint mir ein Farbauftrag zu dunkel, kann ich das, solange es noch nass ist, vorsichtig mit dem Papiertuch wieder wegnehmen. Von dieser Mischung Ultramarin und Sienna gebrannt brauche ich jetzt noch etwas mehr und ich richte mir eine sehr lockere Mischung her. Wieder nicht zu dunkel, das heißt etwas mehr Wasser dazu. Beim Farbauftrag aber schaue ich, dass der Pinsel wieder recht trocken ist. Unterhalb meines Farbkastens habe ich ein Haushaltsschwammtuch liegen, wo ich meistens ganz automatisch schon den Pinsel etwas abstreife, um überschüssige Feuchtigkeit wegzunehmen. Wenn ich den Pinsel sehr trocken haben möchte, nehme ich ein Haushaltstuch oder ein Papiertaschentuch, das ich meistens in der linken Hand schon bereithalte. Hier nehme ich etwas Farbe weg, weil das zu dunkel geworden ist. Und ich achte natürlich darauf, dass man genügend Durchblicke zum Himmel hat. Man sollte also auf gar keinen Fall die gesamte Fläche zumalen. Statt eines China-Pinsels könnte man genauso gut auch die Ecke eines Fächerpinsels verwenden oder auch die Ecke eines Ziegenhaarpinsels. Wichtig ist nur, dass man ohne Druck malt, dass das Ganze locker und mit Freude passiert. Beim Aquarellieren ist eines ganz, ganz wichtig. Die Vorbereitung sollte exakt und genau sein. Das Malen selbst sollte zügig und locker geschehen. Ganz schlecht ist es, wenn man sich selbst unter Druck setzt, weil man unbedingt ein schönes Bild malen möchte. Für die dunklen, upperen Stellen im Mittelgrund und im Vordergrund verwende ich jetzt einen Fächerpinsel. Noch besser wäre ja eigentlich ein flacher Ziegenhaarpinsel. Der ist aber für solche Dinge doch etwas gewöhnungsbedürftig und Anfänger kommen damit erfahrungsgemäß nicht sofort gut zurecht. Aber mit diesem ganz preiswerten Fächerpinsel aus Borste sollte eigentlich das von Anfang an schon gut funktionieren. Mit wenig Druck, ganz leicht und locker, speziell im Hintergrund, auch sehr hell, lege ich jetzt diese Gräser und Erdbereiche an. Die Mischung ist wieder Sienna gebrannt mit etwas Ultramarin und sehr trocken, also mit ganz wenig Wasser. Mit ganz kurzen Strichen und ohne Druck lege ich jetzt diese Strukturen an. Das geht richtig schnell und macht auch sehr viel Spaß. Die Farben sind Sienna gebrannt und Ultramarin. Fallweise gebe ich noch etwas Sienna Natur dazu, wenn es gelblicher wirken soll.
Ich halte den Pinsel ganz flach zum Papier und schiebe ihn manchmal ganz leicht nach oben, so entstehen recht schöne und interessante Strukturen. Die noch mit Schnee bedeckten Stellen sollen natürlich weiß bleiben. Ich achte auch darauf, dass genügend Weiß frei bleibt. Das ist ein Fehler sehr oft am Anfang, dass man zu viel des Guten will. Nach dem Trocknen lege ich über einige Stellen der Schneefläche eine ganz leichte blau-graue Lasur. Das ist Ultramarin, ganz wenig preußischblau und natürlich zum Abdämpfen etwas Sienna gebrannt. Auch das erledige ich mit einem sehr weichen Pinsel und es muss auch sehr schnell gehen, damit ich die darunterliegenden Farben nicht anlöse. Dieser Farbauftrag darf auf gar keinen Fall zu dunkel sein. Lieber zu hell. Man sollte gerade bei solchen Sachen sein Papier auch gut kennen. Papiere trocknen unterschiedlich auf. Dieses französische Arschpapier, das ich heute verwende, saugt die Farben sehr stark ein. Sie werden also beim Trocknen wesentlich heller. Zum Malen des Schuppens verwende ich jetzt einen Flachpinsel. Auch das ist kein Muss, man könnte das natürlich ganz genauso gut auch mit einem Rundpinsel oder mit einem Kassenzungenpinsel malen. Aber ich habe mich jetzt für den Flachpinsel entschieden, weil ich mit dem auch sehr scharfe Kanten malen kann, wenn ich es brauche. Dazu allerdings muss ich dann den Pinsel sehr steil halten und nur mit der Kante leicht das Papier berühren. Am Dach dieses Schuppens liegt noch etwas Schnee, also spare ich links etwas aus und lasse das Papier weiß noch durchschimmern. Die Farbmischung ist wieder einmal Sienna gebrannt mit ganz wenig Ultramarinblau. Den unteren Teil dieses Schuppens male ich mit der gleichen Farbmischung. Nur nehme ich etwas mehr Wasser, damit die Farbe heller wird, ziehe aber Feuchtigkeit aus dem Pinsel. Es ist ja so eine diesige Stimmung und dennoch möchte ich nicht ganz auf Schatten verzichten. Also wird der rechte Teil, die Sonne ist ja auf der linken Seite, also wird der rechte Teil des Schuppens etwas dunkler gemalt. Dieser Bereich hier ist mir etwas zu dunkel geraten, deshalb versuche ich jetzt mit einem
klaren Wasser und einem steifen Flachpinsel die Farbe etwas wegzunehmen. Gelingt mir nicht ganz, also werde ich ganz zum Schluss hier etwas deckweiß auftragen, aber nur ganz sparsam. Nun werden noch einige ganz tiefe Dunkelheiten gesetzt. Hier zum Beispiel die Erde, die hervorschaut. Das kann ruhig sehr dunkel werden. Auch hier verwende ich wieder eine Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Bei diesem Bild komme ich wieder einmal mit ganz wenigen Farben aus. Und genau das ist eigentlich das Geheimnis, dass ein Bild farblich harmonisch wirkt, wenn man nicht zu viele Farben verwendet. Bei meinen Kursen sehe ich oft Teilnehmer, die einen Farbkasten mit 48 oder 70 Farben haben. Und manche wollen alle diese Farben in einem Bild verwenden. Das kann natürlich niemals gut gehen. Gerade Winterbilder oder Motive wie dieses brauchen nicht viele Farben. Ich setze nun noch einige dunkle Akzente verteilt über das ganze Bild. Achte aber darauf, dass das nicht zu gleichmäßig wird. Wichtig ist auch, dass die stärksten Dunkelheiten im Vordergrund sind. Nach hinten hin sollte es immer heller werden. Und jetzt kommt wieder ein Schlepper- oder Schriftenpinsel zum Einsatz. Es muss nicht unbedingt ein Schlepper sein, man könnte auch jeden anderen Pinsel mit guter Spitze verwenden. Ich mache es aber meistens und sehr gerne mit dem Schlepper, weil es unproblematisch ist und weil ich weniger aufpassen muss dabei. Bei den Büschen und Bäumen im Hintergrund male ich mit sehr heller Farbe jetzt die Äste und einige Stämme. Dabei achte ich darauf, dass nach unten hin diese Stämme und Äste sich mit dem Hintergrund vermischen. Das heißt, ich nehme die Farbe unten etwas weg, um den Dunst besser sehen zu können. Thank you.
Zum Vordergrund zu dürfen hier diese Äste oder besser das Gestrüpp, das darf etwas dunkler und kräftiger sein. Das alles male ich noch mit dem Schlepper und mit kurzen, etwas unterbrochenen Linien. Das macht auch so richtig Spaß. Für den Baum im Hintergrund nehme ich dann einen Rundpinsel der Größe 6. Da ist mir der Schlepper dann zu dünn. Den brauche ich dann nur für die feineren Äste im oberen Bereich. Auch das ist wieder eine lockere Mischung aus Siena gebrannt und Ultramarin. Dabei wäre es gut, wenn man relativ schnell malt, um aus den noch feuchten, dickeren, stärkeren Stämmen mit einem doch feinen Schlepper noch im nassen Zustand die feineren Äste herauszuziehen. Wie genau man das jetzt macht und wie viele Äste und Zweige man malt, ist natürlich auch Geschmackssache. Es ist aber meines Erachtens besser, lieber zu wenig als zu viel zu malen. Auf eines aber sollte man unbedingt achten, und zwar, dass sich die Äste und die Zweige zum Ende hin verjüngen. Also die sollten immer dünner und dünner werden. Wie bei allen Übungen wäre es auch hier gut, wenn man vorher einige Übungen macht. Und zwar auf gleichem oder gleichwertigem Papier. Es ist sinnlos, wenn man auf Kopierpapier übt und dann auf einem doch etwas grobkörnigeren Aquarellpapier malen möchte. Die Pinsel, die Farben reagieren komplett anders. Vereinzelt setze ich jetzt noch einige Gräser und einige Dunkelheiten in das Bild, wobei man aufpassen muss, dass man hier nicht übertreibt. Thank you.
Diese Gräser sind sehr wichtig, sie schaffen Verbindungen und lockern das Bild auf. Bei zu dunkel geratenen Strichen nehme ich ganz gerne wieder die Farbe weg, entweder mit einem Tuch oder auch wie hier einfach nur mit dem Finger etwas wegtupfen. Mit meiner stark verdünnten Standardmischung spritze ich nun etwas in den Vordergrund und werde diese Spritzer dann etwas verwaschen und zum Teil auch wieder mit dem Tuch wegnehmen. Auch das lockert den Vordergrund etwas auf und wirkt einfach auch natürlicher. Auch der Baum bekommt einige Spritzer ab, diesmal mit etwas mehr Siena gebrannt, und das sollen vom Herbst übrig gebliebene Blätter andeuten. Auch hier nehme ich die Farbe teilweise vorsichtig wieder weg. Es soll nur einige hellere Spritzer übrig bleiben. Ich achte auch darauf, dass nicht so viele Spritzer in den Himmel gelangen. Wenn man das noch nicht so gut kann, empfiehlt es sich, dass man die Umgebung vielleicht mit einem Tuch oder mehreren Tüchern oder Papierblättern abdeckt. Mit der Kante meines Flachpinsels male ich noch einige Gerätschaften vor der Hütte. Dabei halte ich den Pinsel aber sehr steil, damit ich eben feine Linien malen kann. Ein wenig Gerümpel vor so einer Hütte macht sich immer recht gut und ist für uns Maler auch sehr dekorativ. Auch hinter der Hütte kommen noch einige Striche dazu, und wenn solche Dinge nicht vorhanden sind, dann erfinde ich sie halt einfach, wenn es zum Motiv passt. Ja, so ein Flachpinsel ist vielseitig einsetzbar. Man kann die Ecke verwenden, um kleinere Flächen zu füllen. Man kann die Kante verwenden, vorausgesetzt der Pinsel hat eine scharfe und schließende Kante. Man kann die Kante verwenden, um auch Gräser
oder kurze Zweige zu malen. Er ist also wirklich ein vielseitig einzusetzendes Werkzeug. Mit einer Mischung aus Ultramarinblau und ganz wenig Sena gebrannt, also einem leichten Blau-Grau, male ich jetzt noch einige schwache Schatten, die von den Bäumen und Büschen geworfen werden. Auch einige der Büsche ganz im Hintergrund werden mit der Ecke dieses Flachpinsels verstärkt. Nicht zu viel. Und falls es zu dunkel wird, nehme ich das sofort wieder, solange die Farbe noch nass ist, mit einem Kleenex wieder weg. Also ich schwäche die Farbe etwas ab. Natürlich könnte ich für jeden Bereich des Bildes eine eigene hellere oder dunklere Farbe mischen. Aber es ist einfach viel praktischer, wenn man einen durchgehenden Farbton hat und den durch Wegnehmen der Farbe mit Pinsel oder mit Kleenex etwas aufhält. Auf das nun völlig getrocknete Papier kommen nun mit den Schleppern noch einige Gräser dazu, gerade im Vordergrund. Mit dem leicht abgetönten Lasur-Orange, das ja auf meiner Palette noch vorhanden ist, töne ich den hinteren Bereich noch etwas stärker ein. Zum Schluss verwende ich jetzt noch etwas Titanweiß. Mit diesem Deckweiß direkt aus der Tube setze ich noch einige helle weiße Stellen ins Bild, und zwar dort, wo ich vorher zu wenig aufgepasst habe. Also hier korrigiere ich jetzt etwas, was ich vorher übermalt habe. Nicht viel, aber dennoch wichtig. Auch hier einige Lichter bei dem Gerümpel, das vor oder neben der Hütte steht, und eigentlich ist dann damit das Bild fertig. Jetzt wünsche ich noch viel Freude und viel Erfolg beim Nachmalen, und denken Sie daran, es muss Spaß machen. Man sollte das nicht zu ernst angehen und nicht zu stur auf einen Erfolg hinarbeiten. Vieles ergibt sich einfach auch von alleine, vorausgesetzt, man übt auch regelmäßig. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren.
dann werden Sie verlässlich informiert, wenn wieder ein neues Video erscheint. Und jetzt sage ich noch Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis bald bei einem meiner nächsten Videos. Tschüss.